18 Spiele ohne Niederlage. Über Karlsruhe scheint die Sonne und Oliver Kreuzer, der kann uns vielleicht das Erfolgsgeheimnis des KSC in diesen Tagen verraten. Ja, Sie haben es angesprochen, 18 Spiele ohne Niederlage. Ich glaube, das spricht für sich, das spricht für die Mannschaft, für den Trainer, ganz klar. Er hat gewisse Dinge verändert bei der Mannschaft. Er hat der Mannschaft wieder Spaß am Fußball zurückgegeben. Er hat der Mannschaft eine gewisse defensive Stabilität verliehen. Und das sind alles kleine Mosaiksteinchen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt lange ungeschlagen sind und wieder in der Tabelle besser dastehen. Bei der Umfrage, die ich jetzt aktuell gesehen habe, 91% sagen, der KSC steigt am Saisonende auf. Wie wichtig ist es denn für den Verein, wieder ins Unterhaus zurückzukehren? Ja, ich glaube, der KSC gehört Minimum in die zweite Bundesliga. Ich glaube, von der wirtschaftlichen Seite her wird es uns auch gut tun, wenn wir wieder eine Etage höher spielen würden. Das sind alles Dinge, die eminent wichtig sind für den Verein. Und das Ziel vor der Saison war der direkte Wiederaufstieg. Das ist es immer noch. Jetzt haben wir uns in eine doch weitaus verbesserte Ausgangssituation gebracht wie zu Beginn der Saison. Es sind noch 9 Spiele zu spielen. Wir sind eine Mannschaft von den oberen 4, 5, 6 Mannschaften, die aufsteigen können. Und das wollen wir auch versuchen. Jetzt ist es so, aktuell ist es Platz 3. Man weiß noch nicht, geht es in die zweite Bundesliga, bleibt man in der dritten Liga. Wie schwierig ist es denn für Sie da, die Kaderplanung voranzutreiben? Gut, Punkt 1 ist es so, dass wir dass 80% der Spieler Verträge haben, auch für die kommende Saison. Egal ob Liga 3 oder Liga 2. Natürlich, wenn man so einen neuen Kader zusammenstellt vor dieser Saison mit auch eigentlich 90% neuen Spielern, gibt es immer wieder Fälle, wo man einfach dann auch am Kader Veränderungen vornehmen muss. Trotzdem, es wird im Sommer kein großer Umbruch geben. Es werden positionsbezogen Feinjustierungen sein. Wir haben noch einige Leihspieler, wo wir nicht wissen, ob wir diese Spieler behalten können oder nicht. Aber es gibt keinen großen Umbruch mehr und die Planung ist jetzt gar nicht so schwer, weil die Spieler, die wir im Auge haben, die würden in der zweiten, auch in der dritten Liga kommen. Vielen Dank für das Interview, Oliver Kreuzer. Sehr gerne. Dankeschön. Alles klar.